Warum herrscht bei dir eigentlich so ein Chaos? Weißt du, viele Menschen sind sich der Ursachen von Unordnung überhaupt nicht bewusst und die meisten denken sogar, die Ursachen von Unordnung liegen ausschließlich im Inneren irgendwie. Welche Ursachen es aber geben kann, welche Gefahren es von Unordnung gibt und wie du sie vermeiden kannst, das erfährst du in dem heutigen Video. Wie immer findest du die Kapitel in der Videobeschreibung. Dann gibt es heute wieder ein paar Hausaufgaben und ganz zum Schluss ein paar Outtakes. Bevor wir jedoch mit dem eigentlichen Video loslegen, gibt es heute wieder eine kleine Sponsoreinblendung. Der Sponsor des heutigen Videos ist die Firma Ultenic mit dem Staubsauger U12 Vesla. Das ist ein akkubetriebener Staubsauger, den ich so durch die Wohnung schieben kann. Und wie das genau funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Der Staubsauger wird an der Wand montiert, da kann er gleichzeitig laden. Und dann sieht man, er hat ein wunderschönes Display, was im Stile eines Autocockpits gestaltet ist. Da sehe ich je nach eingestellter Stufe, wie lange der Staubsauger noch in Betrieb genommen werden kann, wie hoch der Ladestand ist. Und hier unten sieht man ganz toll diese Green Eye Technology mit grünen LED-Lampen. Da sieht man einfach den Dreck tatsächlich besser. Also ich habe das ausprobiert. Ich habe hier eine sehr schmutzige Stelle neben der Waschmaschine genommen und hier seht ihr die Lampen. Dann gibt es zahlreiches Zubehör, wie zum Beispiel diese kleine Bürste. Die kann man direkt an der Wandhalterung auch befestigen. Man kann die super schnell einfach austauschen, also je nachdem, wie du es brauchst. Und dann siehst du, kommst du auch in den letzten Winkel. Natürlich kann der Staubsauger jetzt nicht unsere super hardcore verklebten Waschmittelrestverschmutzung wegsaugen. Was er aber kann, ist auch auf Teppichböden saugen. Allerdings ist hier eben das kleine Manko, dass er da in meinen Augen ein bisschen hakt. Also er saugt schon sehr gut, aber es ist jetzt halt nicht ganz so gut wie auf flachem Boden. Hier sieht man nochmal wunderschön das Display und hier sammelt sich dann der ganze Schmutz. Und damit ihr auch mal wisst, wie sich das anhört, hier ein kurzer Tonausschnitt. Das kannst du mal anmachen. Und ausmachen. Tja, und so ungefähr sieht im ganzen Schnelldurchlauf die Reinigung des Behälters aus. Also ihr seht, einfach abnehmen, aufschrauben, sauber machen, zusammenstecken und fertig. Mein Fazit ist, der U12 Vesla von Utenic ist ein sehr schicker, cooler, slimmer, also ich sag jetzt mal, wie neulich in dem Video, cleaner Staubsauger. Allerdings jetzt vielleicht nicht geeignet für Haushalte, die ausschließlich mit Teppich belegt sind oder in denen es wahnsinnig viel Teppich und wahnsinnig viele Haare geben. Also diese Kombi finde ich persönlich jetzt nicht unbedingt perfekt für diesen Staubsauger. Aber wenn ich jetzt so wie hier zum Beispiel viel Parkettboden habe, viel Laminatboden wie in der Küche gesehen und jetzt, also meine langen Haare, das funktioniert wunderbar. Aber wenn ich da jetzt irgendwie arg viel heftige, harte Verschmutzungen habe oder schwere Verschmutzung, da muss man einfach sagen, das ist ein Akkustaubsauger, der hat zwar eine sehr hohe Saugkraft, aber dafür ist es dann auch, da geht dann ja auch die Leistung runter. Also das sind so die Vor- und die Nachteile. Ich finde, für den persönlichen Haushalt ist es absolut ausreichend, weil ich damit halt auch super schnell ohne Kabelverwickelungen und so weiter in jede letzte Ecke komme. Aber das ist so mein Fazit und ganz wichtig. Es gibt einen 15% Rabattcode, den findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Es gibt einen Link für diesen Staubsauger, den findest du auch in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Staubsaugen und viel Spaß beim restlichen Video. So, und damit herzlich willkommen zurück zum eigentlichen Video. Also ich beziehe mich heute mal nicht auf die physikalische Unordnung, denn ich bin kein Physikgenie. Und wenn du so im Internet schaust mit Ordnung und Unordnung, da wird dir tatsächlich ganz oft die Physik vorgeschlagen. Aber darüber rede ich ehrlich gesagt nicht. Meine Schwester, die hat den Doktortitel in Physik, aber nicht ich. Und deshalb geht es bei mir einfach um unsere Unordnung und Ordnung, so wie wir sie kennen und was wir darunter verstehen. Also sozusagen die soziale und persönliche Unordnung oder eben auch Ordnung. Weil eines ist sicher, Unordnung, Achtung, gehört zum Leben dazu. Unordnung ist ein natürlicher Teil des Lebens, kann aber eben so einige Gefahren beinhalten. Und deshalb geht es in dem heutigen Video nicht nur darum, welche Gefahren es gibt, sondern eben welche Ursachen und was du dagegen tun kannst. Kapitel Nummer 1. Was sind denn die Ursachen von Unordnung? Warum sieht es bei dir aus wie bei Hempels unterm Sofa, beziehungsweise einfach total chaotisch und unordentlich?
Punkt Nummer eins ist, du hast keine Organisation. Also es ist tatsächlich, dass du nicht weißt, wie man für Ordnung sorgt, wie man Ordnung hält und dass du vielleicht auch keine, ich sag jetzt mal, Ordnungsmittel, Hilfsmittel hast, sondern du lebst halt so vor dich hin. Hanna, lebst halt, gell? Das ist Ursache Nummer eins. Ursache Nummer zwei ist Zeitmangel. Viele Menschen haben einfach keine Zeit, beziehungsweise nehmen sich keine Zeit, um für Ordnung zu sorgen. Ich meine, klar, es gibt auch echt tausend angenehmere Dinge als aufzuräumen. Gut, mir fallen vielleicht zwei angenehmere Dinge ein, aber trotzdem, es gibt viele angenehmere Dinge als aufzuräumen. Und deshalb sagt man, naja, ich habe ja auch nur 24 Stunden und in den 24 Stunden am Tag soll ich jetzt auch noch aufräumen? Nee, also die Zeit, die nehme ich mir nicht. Ist aber eben gleichermaßen eine Ursache dafür, dass es eben bei dir so aussieht, wie es aussieht. Punkt Nummer drei, ähnlich sind die Prioritäten. Also es gibt für uns Menschen ganz oft ganz viele Dinge, die halt wichtiger sind, als Ordnung zu machen. Glaubst du? Wir kommen ja nachher zu den Gefahren. Aber das ist so eine der Hauptursachen. Also neben dem Zeitmangel, dass wir uns keine Zeit nehmen, nehmen wir uns deshalb keine Zeit, weil wir der Ordnung eine niedrige Priorität einräumen. Wir sagen, na ja, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Du erfährst es dann oft auch in Familien, in denen es total chaotisch aussieht. Und dann kommt auch so diese Entschuldigung. Ja, man darf hier halt schon sehen, dass gelebt wird, weil das Leben im Prinzip eine höhere Priorität hat als Ordnung. Alles gut, sage ich ganz ehrlich, kleiner Einwand, aber dann hör auf zu jammern. Also das ist wirklich so dieses, ja, die Unordnung belastet halt die meisten. Deshalb ja auch dieses Video. Kommen wir zu Punkt Nummer vier. Punkt Nummer vier ist nämlich als Ursache für Unordnung ein, ich sag mal, kreativer Prozess. Also wenn du jetzt gerade ein Projekt hast, du willst deine Wohnung umbauen oder du möchtest irgendetwas gestalten oder du hast halt ein sehr kreatives Hobby und dann liegt da dieses ganze Zeug rum und diese ganzen Bastelmaterialien oder die ganzen Handarbeitsartikel oder die ganzen Handwerksmaterialien, weil du eben gerade irgendetwas umbaust. Ja, mein Gott, dann wird's halt unordentlich. Also das ist dann eben so, aber es kann eben auch eine Ursache dafür sein, dass in deinem Wohnung oder in deinem Haus derzeit Unordnung herrscht. Dann gibt es natürlich für die Unordnung, ich nenne das jetzt mal die psychologischen Faktoren. Das heißt also, es ist unordentlich, weil du gestresst bist, weil du müde bist, weil du desorganisiert bist. Also du weißt gerade nicht, wo hinten und vorne ist. Und dann neigen Menschen eben auch dazu, also wenn ich völlig übermüdet bin, ja, dann neigst du natürlich dazu, dass du keine Ordnung hältst. Oder du bist nicht mal ansatzweise in der Lage. Das kommt ja auch dazu. Wenn Menschen gestresst sind oder jetzt mal so ein Riesending wie so ein Burnout haben, ja, dann bist du einfach nicht mehr in der Lage, für Ordnung zu sorgen. Auch solche heftigen Ereignisse wie der Tod eines geliebten Menschen oder umgekehrt die Geburt eines Kindes oder auch der Umzug in eine andere Stadt. Vielleicht ein Jobwechsel, whatsoever. Also es gibt auch Ereignisse, die zähle ich jetzt auch mal zu diesen psychologischen Faktoren, weil da auch ganz viel mit dem Kopf zu tun hat. Tatsächlich, jetzt sind wir dann beim Kopf. Das können alles Ursachen dafür sein, dass es jetzt gerade bei dir super unordentlich ist. Und natürlich als Schlusslicht für mich jetzt mal in diesem Video sind chronische Krankheiten. Also es gibt natürlich auch chronische Krankheiten, die können dich daran hindern, für Ordnung zu sorgen. Und die können dich daran hindern, einfach diese Ordnung dauerhaft am Leben zu halten, beziehungsweise also diese Ordnung dauerhaft zu behalten, weil. Also das ist wie mit meinen Bandscheibendings damals. Ja, also wie willst du aufräumen, wenn du Rückenschmerzen hast? Natürlich kann man das machen, aber es wird dann halt schon echt schwierig. Trotzdem, und das sei an dieser Stelle gesagt, sind für mich Krankheiten, das klingt jetzt wahnsinnig hart, aber Krankheiten sind Erklärungen, aber keine Entschuldigung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dauerhaft so Rückenschmerzen hätte, dass ich nicht selber aufräumen kann, dann müsste ich mir nun mal eine Putzfrau besorgen oder jemanden, der mir hilft oder meine Wohnung anders organisieren. Das ist wie mit den Menschen, die durch einen Unfall oder durch eine Krankheit auf einmal im Rollstuhl sitzen. Die sagen ja auch nicht, ja gut, dann kann ich jetzt alles hinschmeißen, sondern dann wird eben das Haus umgebaut.
Also die Krankheit ist dann vielleicht eine Erklärung dafür, dass es hier mal gerade so kurz aussieht, so katastrophal und dass man das gerade nicht in den Griff kriegt. Aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass du dann nicht andere Mittel und Wege findest, in deinem Leben für Ordnung zu sorgen. Also ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Aber das ist auf jeden Fall eine weitere Ursache, warum ein Mensch Unordnung hat. Jetzt gebe ich dir drei Beispiele für eine normale Unordnung, sage ich mal. Also wann ist es denn völlig normal? Nimm zum Beispiel so ein Kinderzimmer. Ein Kind nimmt seine Spielsachen und das holt die raus. Und weil es vielleicht noch nicht einfach gelernt hat, dass man die Sachen auch wieder zurückräumt oder weil es nicht weiß, wohin und so weiter und so fort, lässt es die Sachen überall liegen. Ja, wenn du kleine Kinder hast, dann ist Unordnung normal. Das ist, da muss man sich überhaupt kein, also Kinder wachsen doch nicht in einem klinischen Raum auf. Kinder dürfen sich ausbreiten und da darf man dann auch akzeptieren, das gehört zum Leben dazu. Unordnung gehört zum Leben dazu. Zweites Beispiel, in deinem Arbeitszimmer oder an deinem Arbeitsplatz. Wenn du jetzt ein großes Projekt hast oder mehrere Projekte gleichzeitig, ja, dann stapeln sich da halt die Akten. Ist so. Da würde nicht mal ich als Ordnungsexperte hingehen und sagen, ja, nee, also muss alles weg. Müssen wir jetzt alles schön in solche Mappen und Fächer und sowas einsortieren, weil wenn sie abends den Arbeitsplatz verlassen, dann muss da die Tischplatte blitzen und blinken. Ist doch Blödsinn. Also, diese Unordnung gehört zum Leben dazu. Die belastet dich aber auch meistens nicht. Ist ganz wichtig. Oder jetzt nimm mein Lieblingsbeispiel, die Natur. Jetzt hast du meinetwegen einen, keine Ahnung, du gehst durch den Wald spazieren und da liegt so ein riesengroßer Sandhaufen. Ja, und dann stürmt's und dann wird dieser Sandhaufen weniger und dann rennt da mal ein Hund drüber. Und dann kommt da mal ein paar Ameisen, die ihre Ameisenstraße drüber bauen. Und dann windet's nochmal und dann regnet's. Und irgendwann ist aus diesem riesen Sandhaufen, das liegt dann da alles so rum, ist ein kleiner Hügel geworden und der Sand hat sich so verteilt. Unordentlich. Ja, das ist normal. Also da geht ja auch keiner durch den Wald und sagt, also hier muss jetzt aber mal dringend aufgeräumt werden. Nein, du darfst lernen, Unordnung gehört zum Leben dazu. Trotzdem gibt es natürlich auch Gefahren und, ich sag mal, Nachteile, auf die ich an dieser Stelle gerne hinweisen möchte. Also es gibt physische Gefahren und es gibt psychische Gefahren und ich fange mal mit den physischen an. Was bedeutet das oder welche Gefahren hast du, wenn du in deinem Haushalt jetzt nicht für Ordnung sorgst? Also ganz lapidar, naja, die Sturzgefahr ist halt größer. Also wenn du jetzt so eine alte 80-jährige, tatterige Frau bist, die vielleicht auch gerne mal stolpert und dann ist es die ganze Zeit unordentlich, naja, dann ist die Gefahr schon relativ hoch, dass es dich halt mal irgendwann auf die Nase legt. Und weil du mal über 80 bist, heißt es, dass dann auch die Gefahr größer ist, dass du dir vielleicht mal einen Knochen dabei brichst. Also aus solchen Gründen sollte man durchaus für Ordnung sorgen. Dann gibt es im zweiten Punkt hygienische Probleme. Also wenn du natürlich einen unordentlichen Haushalt hast, dann haben das die Bazillen, sage ich mal, natürlich wesentlich einfacher in einer schmutzigen Umgebung, sich da zu verbreiten. Irgendwelche Keime, irgendwelche Krankheitskeime. Es geht jetzt nicht darum, dass du in einem sterilen Haushalt lebst. Aber wenn du nun mal deine Wohnung nicht sauber hältst und nicht in Ordnung hältst, was meint ihr, wie viele Schimmelflecken ich schon hinter irgendwelchen Regalen gesehen habe, die man dann irgendwann mal weggeschoben hat, wenn man dann anfängt, für Ordnung zu sorgen? Das ist tatsächlich ein gesundheitliches Thema. Da achten auch jetzt so Asthmatiker mit diesen Stauballergien und so weiter. Das spielt da ja alles mit rein. Also natürlich ist da Unordnung eine Gefahrenquelle. Und was da auch dazu gehört als Gefahrenquelle, ist das Thema Schädlinge. Wenn du jetzt zum Beispiel auf dem Land lebst und du hast ein Haus mit einer Terrasse und du achtest dort nicht auf die Ordnung, dann schwupps ist dir so eine klitzekleine Feldmaus in dein Haus reingerannt und dann hast du irgendwann die Mäuse im Haus. Oder irgendwelche, also Ratten jetzt vielleicht nicht gerade, muss man hier in der Stadt aber aufpassen. Wenn wir unsere gelben Säcke da nicht ordentlich irgendwie lagern, dann haben wir ratzfatz wirklich die Ratten hier unten im Keller. Und dazu gehört einfach Ordnung und die Ordnung vermeidet das. Und die vierte Gefahr, die wird tatsächlich gerne unterschätzt, ist die Feuer- und die Brandgefahr.
Also erstens, in so einem großen Mehrfamilienhaus, wenn da Unordnung auf dem Hausflur herrscht. Ich meine jetzt gerade mit den Rauchmelderwartungen, da kriegt man das dann immer öfter mit. Dann heißt es immer, bitte halten Sie Ihren Hausflur frei. Warum? Weil im Falle eines Brandes, wenn der unordentlich ist, wie soll man denn dann da rauskommen? Und ja, das sind dann immer so die Fälle, oh, zum Glück ist mir das noch nie passiert. Und ja, wieso sollte mir das jemals passieren? Ja, das ist immer das, was immer nur den anderen passiert, aber dir selber nie. Deshalb, in einem Raum, in dem die große Unordnung herrscht, da lagert sich natürlich auch viel, viel schneller entzündliches Material und dann kann es auch irgendwann mal anfangen zu brennen. Wenn du einen ordentlichen Haushalt hast, dann nicht. Siehe Beispiel Weihnachtsbaum, das ist ja so ein Riesenstreitthema. Da gibt es viele Leute, die würden sich einen Weihnachtsbaum aufstellen, wenn der echte Kerzen haben würde. Also Halleluja am letzten. Wenn der einmal umkippt oder irgendwas passieren würde, dann hätten die ein echtes Problem. Ich persönlich im Jahr 2024 habe noch normale, echte Kerzen an meinem Baum, weil hier Ordnung herrscht. Weil wenn da was abfackeln sollen würde, hier steht nichts rum. Also das Schaf da hinten, ja, aber das war's schon. Und hier ist nichts überbordend, aber das ist eine Gefahr, das muss man sich einfach bewusst machen. Und jetzt kommen wir von den physischen Gefahren mal zu den psychischen Gefahren. Die sind nämlich tatsächlich immens und das ist das, was du auch meistens spürst. Das ist genau der Punkt, wo du da ankommst und sagst, oh, ich habe so ein Chaos oder bei mir herrscht so eine Unordnung, ich muss jetzt was tun, weil. Punkt Nummer 1, Stress und Angst. Also eine Unordnung kann tatsächlich das Stressgefühl und das Angstgefühl erhöhen. Und wenn du in ständiger Unordnung lebst, dann hast du auch ständig dieses permanente Gefühl der Überforderung. Du hast dann wirklich irgendwann, lebst du in deiner Wohnung oder deinem Haus und denkst, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Und dann hast du Angst, dass du das nicht hinkriegst. Und du hast Angst, dass dich das alles überwältigt. Und du sitzt da und du spürst richtig diesen Kloß im Hals, wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt und du schaust auf dieses Chaos um dich herum und du denkst, dir wird's schon ganz eng um die Brust, weil du weißt überhaupt nicht mehr, ich weiß nicht. Und dann fängst du an, schneller zu atmen und auf gut Deutsch, du bist im Stress. Das ist eine negative Auswirkung von Unordnung. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die zweite negative Auswirkung ist ein absoluter Produktivitätsverlust. Das bedeutet einfach, du kriegst halt die Sachen nicht mehr hin, die du hinkriegen willst. Also es fällt dir schwerer, dich zu konzentrieren, es fällt dir schwerer, produktiv zu arbeiten, die Effizienz wird gesenkt, also auf gut Deutsch, du kriegst wirklich nichts mehr hin. Und das ist ein echtes Problem, wenn dich diese Unordnung so blockiert. Punkt Nummer 3, an alle Leute, die ein unaufgeräumtes Schlafzimmer haben. Dauerhafte Unordnung führt zu schlechtem Schlaf. Das merkst du, wenn du zum Beispiel in so einem Hotel bist, wo eigentlich nicht viel um dich herum ist. Es ist auch leise, es surren keine elektrischen Geräte, das Schlafzimmer ist aufgeräumt. Ach, das ist ja wie im Himmelreich. Aber bei dir zu Hause, da stapelt sich auf dem ominösen Stuhl an der Fußkante oder vielleicht daneben oder wo auch immer, da stapeln sich Wäscheberge und dann liegt da hinten in der Ecke vom Schlafzimmer noch ein ganzer Wäschekorb mit irgendwelchen aussortierten Dingen und dann liegen da Kartons rum. Ja, wie willst du denn da gesund schlafen? Also das gehört auch zu einer gesunden Schlafhygiene dazu, dass man Ordnung in seinem Schlafzimmer hält. Und zuletzt erleben auch einige von uns immer wieder, steht die soziale Isolation. Menschen, die in Unordnung leben, haben normalerweise nicht wirklich Bock drauf, Besuch zu empfangen. Also es gibt ganz wenige, die sagen, ja klar, bei mir sieht's aus wie Sau, aber komm doch rein, fühl dich wie zu Hause. Nee, das machen die wenigsten. Und ich merke das zum Beispiel auch daran, wenn ich jetzt zu einem Kunden komme, selbst für diese Online-Erstgespräche, die ich anbiete. Was meinst du, wie oft da der Satz fällt, das ist mir jetzt total peinlich, ich schäme mich so. Ich würde sie am liebsten, ich weiß nicht, ob ich ihnen das zeigen kann. Es gibt auch Kunden, die fangen mit mir an zu arbeiten, die sagen ganz bewusst, wir fangen im Erdgeschoss an, ich kann sie noch nicht ins Obergeschoss lassen. Für mich ist das voll okay, weil ich meine, ich bin ja da, um zu helfen. Aber was ist, wenn ich jetzt keine Frau Ludwig bin? Was ist, wenn ich jetzt nicht als Ordnungsexperte dahin geholt wird? Dann komme ich da nicht hin. Ein Besucher wird dort nicht empfangen. Und das ist verdammt nochmal ein Riesennachteil. Du fängst an, dich sozial zu isolieren, weil du Unordnung hast.
Also da soll mir noch einer erzählen, Ordnung sei uncool. Unordnung ist echt uncool. Und dann gibt es ganz zum Schluss noch zwei weitere Auswirkungen. Das eine ist wirklich die Zeitverschwendung. Was meinst du, was an Zeit draufgeht mit dem Suchen von Dingen? Das ist wirklich, also ich suche zum Glück nichts. Bei mir ist alles nicht picobello, sauber, schnieke geordnet, aber ich predige euch ja immer so gerne. Jedes Ding hat seinen Platz. Und wenn jedes Ding seinen Platz hat und du immer wieder ab und zu ein bisschen aufräumst, dann musst du nie wieder aufräumen und du musst vor allem nicht suchen. Diese Zeitverschwendung durchsuchen. Leute, ich habe gar nicht so viel Zeit in meinem Leben. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wenn ich den jetzt auch nur eine halbe Stunde mit Suchen verbringen würde, das wäre rausgeschmissene Zeit. Das ist eine ganz große negative Auswirkung von Unordnung. Und die letzte, es kostet Geld. Also zum einen brauchst du möglicherweise eine viel größere Wohnung, als du eigentlich benötigst, um diesen ganzen Ballast, dieses ganze Zeug zu lagern, überhaupt zu beherbergen. Zweitens, wenn du unordentlich bist, dann ist die Gefahr, dass Dinge kaputt gehen. Oder wenn sie kaputt gegangen sind, du die Ersatzteile nicht findest und kaufst du das halt alles doppelt, dann musst du die Geräte ersetzen. Das kostet Geld. Und genauso ist es, wenn du Dinge suchst und nicht findest, aber dringend brauchst und dann eben nochmal kaufst, um sie ein halbes Jahr später natürlich irgendwo in einer anderen Ecke, hoch, da habe ich ja gar nicht damit gerechnet, zu finden, das kostet auch Geld. Also Unordnung tut nicht nur weh und ist nicht nur psychisch ein Thema, sondern Unordnung kostet richtig Geld. Und damit du jetzt nicht völlig frustriert bist und sagst, ja super, und was mache ich jetzt? Kommen hier die Hausaufgaben bzw. die Tipps, wie du diese Unordnung vermeiden kannst. Also als allererstes kannst du prüfen, Hausaufgabe Nummer 1, prüfe mal, geh mal in dich, ob du eigentlich sowas wie regelmäßige Aufräumzeiten hast oder ob du Aufräumroutinen hast. Sowas wie morgens nach dem Frühstück machen, räume ich erst die Küche auf und dann putze ich kurz das Bad durch. Oder bevor ich ins Bett gehe, schaue ich, dass mein Schlafzimmer aufgeräumt ist, damit ich nämlich in Ruhe schlafe und eine saubere Schlafhygiene habe. Das wäre Hausaufgabe Nummer 1. Prüfe deine regelmäßigen Aufräumzeiten. Und wenn du keine hast, dann überleg dir welche. Hausaufgabe Nummer 2. Guck mal, ob du Organisationstool hast oder Ordnungssysteme, nenne ich das mal. Also heißt, wenn du sagst, ja, ich würde ja Ordnung halten, aber ich weiß nicht wohin, mir fehlen die Boxen. Dann guck mal, ob du ein paar leere Schuhkartons hast, die kannst du beschriften. Du kannst überhaupt gucken, sind denn deine Sachen zum Beispiel beschriftet? Also viele haben so Boxen. Ganz ehrlich, wisst ihr, wie viele Boxen haben, wo ein Schildchen vorne reingesteckt werden kann und das Schild ist nicht beschriftet? Ja, Mann, beschrifte es. Beschrifte die Ordner in deinem Homeoffice oder mit deinen privaten Unterlagen, beschrifte die, aber richtig und nicht mit irgendwie, ja, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber ich weiß, das, was draußen draufsteht, ist auf jeden Fall nicht drin. Schau, ob und wenn ja, welche Ordnungssysteme du bereits verwendest oder ob du dir vielleicht irgendwelche Organisationshelferlein besorgen könntest. Dafür darfst du dann ab und zu auch mal Geld ausgeben. Hausaufgabe Nummer 3. Sortiere aus. Also ich sage jetzt nicht, dass du Minimalist werden sollst, aber sortiere auf jeden Fall deinen Besitz aus. Schau, dass du nur noch die Dinge hast, die dir Freude machen, die dich glücklich machen, wie auch immer, es ist völlig egal, aber weniger ist mehr. Viele Menschen haben einfach deshalb Unordnung, weil sie einfach viel zu viele Dinge haben. Und ja, du kommst um das Aussortieren nicht herum. Wenn du da eine klitzekleine Anleitung brauchst, ich habe ein klitzekleines Buch geschrieben, das ist ganz dünn, Lean im Haushalt. Das war mein allererstes Buch und da findest du wirklich nur mit 5S nachhaltig ausmisten. Da findest du wirklich in 5 Schritten erklärt, ich schau mal kurz nach dem, also du siehst, ich schaue nach dem Inhaltsverzeichnis, das ist wirklich, oh, so rum geht's, das ist wirklich ein ganz kleines, süßes Büchlein und dort werden ausschließlich die 5 Schritte aus dem Lean-Management erklärt, wie du in 5 Schritten endlich aufgeräumt leben kannst, also wie du aussortierst. Das ganze Ding gibt's auch als E-Book, signierte Exemplare habe ich davon leider nicht, ich habe nur noch dieses eine, aber 5,60 Euro oder irgend sowas und als E-Book paar Euro 3 oder was? Ich weiß es nicht mehr. Den Link findest du auf jeden Fall dazu unten in der Videobeschreibung.
Und das wäre die Hausaufgabe Nummer 3, sortiere aus. Und Hausaufgabe Nummer 4. Wenn du merkst, ich kann das alleine nicht, dann suche dir Hilfe. Diese Hilfe kann aussehen. Das kann dein Geschwister sein. Du sagst, ich möchte hier einmal für Ordnung sorgen, ich möchte aussortieren, ich kann das nicht alleine, kannst du mir mal helfen? Komm doch mal am Samstag vielleicht 2 Stunden vorbei, dann kriege ich schon mal den ersten Schwung hin. Kannst du machen. Du kannst auch sagen, nee, nee, Frau Ludwig, ich habe da jetzt drüber nachgedacht und was Sie so gesagt haben mit den seelischen negativen Auswirkungen, ich glaube, ich sollte da mal mit jemandem drüber reden. Dann such dir einen Therapeuten. Geh ins Internet, Google, such danach und überlege, mit wem du darüber sprechen könntest. Vielleicht hast du ja auch so Probleme mit dem Thema Loslassen oder Erinnerungen oder irgendwas. Dann ist es tatsächlich eher das Thema, dass man da sagt, da sollte man vielleicht therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Oder du sagst ganz ehrlich, liebe Angela, ich brauche einfach nur einen Tritt in den Hintern. Ich nehme jetzt auch das Geld in die Hand, weil ich habe jetzt 15 Jahre lang nichts gemacht und ich möchte in 4 Wochen damit fertig sein. Dann kannst du mir eine E-Mail schreiben an die info@angelaludwig.de. Dann schreibst du wirklich genau das rein, sagst, hallo, ich habe deine Videos gesehen und ich will das nicht mehr machen. Ich kriege das alleine nicht hin. Ich brauche ein bisschen zärtliche, sanfte Unterstützung, aber auch ein wenig mit Druck dahinter und dann machen wir das gerne gemeinsam. Wie immer gibt es ein erstes kostenfreies Gespräch online via Zoom und da kannst du mir eine halbe Stunde lang erklären, was dich jetzt genau drückt, warum du denkst, dass du das alleine nicht hinkriegst und wie ich dir helfen kann und dann machen wir das bundesweit, entweder online gemeinsam oder hier irgendwo vor Ort. Alles rund um Stuttgart, 4 Stunden, na, da komme ich ja schon fast bis Hannover. Da kann man tatsächlich auch vor Ort arbeiten, alles gut. Und dann sehen wir weiter. Und dann musst du nicht nochmal 15 Jahre lang warten, bis du Ordnung in dein Leben bringst. Das geht wirklich schneller. So, und wenn dir dieses Video alleine schon geholfen hat und du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich immer, lass ein Abo da. Schreib deine Wünsche in die Kommentare. Wir freuen uns immer, die ganze Community. Es macht wirklich Spaß mit euch. Und jetzt viel Spaß mit den Outtakes. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen versprochen. Also wenn ich hier so unten sitze, da könnte ich eigentlich glatt so ein bisschen Yoga. Ein bisschen für die innere Ordnung. Ich werde jetzt ein Video drehen. Aber, oh Gott, ihr seht, YouTube macht doof. Ich glaube, jetzt hat sie eine Macke. Fangen wir doch besser an. Dann gibt es als dritten Punkt die Schädlinge. Das hatte ich jetzt gerade schon bei der Hygiene angerufen. Dann gibt es, nee, nochmal. Ah, ich muss mal mein Bein hier. Mi, 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 mi. Wusstet ihr schon? Irgendwie mag ich meine Haare nicht so. Ich habe da so gefühlt so, also Geheimratsecken sind es nicht, aber ich krieg graue Haare, falls das noch keiner gewusst hat. Aber es interessiert ja auch keinen. Was hat das schon mit dem Thema Ordnung zu tun? Ja, man wird halt nicht jünger, gell?